Jahresrückblick. Heute schauen wir uns noch einmal an, welche Themen die Stadt in den letzten Monaten politisch bewegt haben. Wir beginnen im Tal. Das soll nächstes Jahr zur Fußgängerzone werden. Das ist bereits beschlossene Sache. Die Anwohner in der Altstadt sind von den neuen Plänen allerdings alles andere als überzeugt. Sie fühlen sich von der Stadtpolitik im Stich gelassen. Die Bürgerinitiative Tal kämpft um den Erhalt von Anwohnerparkplätzen und fordert mehr Transparenz in der Stadtverwaltung. Der Bürgerwille hat sich durchgesetzt. Im Tal wird sich im nächsten Jahr einiges ändern. Der Entschluss von Grünen und SPD, die ganze Straße soll eine Fußgängerzone werden. 29 Parkplätze fallen dann weg. Wir wollen, dass alle Menschen, die hier nicht leben oder die nicht eine Behinderung haben, hier auch nicht mehr reinfahren können. Dadurch entsteht auch mehr Platz, zum Beispiel für Anwohnerparken in den Seitenstraßen. Der Bürgerinitiative Tal gefällt die Idee einer reinen Fußgängerzone nicht. Sie hatten eine orange Zone gefordert, in der nur Anwohner oder Lieferanten parken dürfen. Dennoch sind sie mit dem neuen Plan einverstanden. Die Ideen der Bürgerinitiative Altstadt Tal und der SPD funktionieren sehr gut. Die Grünen haben da keinerlei Idee in diesen Vorschlag eingebracht, muss ich jetzt noch mal ganz klar sagen, auch wenn sie es so verkaufen. Und wenn dann auch noch ein Elektro-Shuttle-Bus dazukommt, der also gerade mobilitätseingeschränkte Menschen im Altstadtbereich transportiert, dann finde ich das hervorragend. Eigentlich wollte die Stadt mit dem Umbau im Tal warten, bis die zweite Stammstrecke fertig gebaut ist. Das Problem sind vor allem die Lkw, die durch das Tal fahren müssen. Doch durch die überraschende Verzögerung des Stammstreckenbaus soll das Tal doch schon früher als geplant umgebaut werden. Was wir halt machen müssen, ist, dass wir den Baustellenverkehr umleiten und nicht mehr durchs Tal laufen lassen können. Und da war für uns total klar, wir können doch nicht die Zukunft der Münchner Innenstadt abhängig machen von der Baustellensituation der zweiten Stammstrecke. Die Opposition sieht die Pläne, eine Fußgängerzone zu bauen, bevor die zweite Stammstrecke nicht fertig ist, kritisch. Wenn es nicht gelingt, die LKWs aus dem Tal rauszubringen, bringt eine Fußgängerzone gar nichts. Also was soll eine Fußgängerzone, wo jeden Tag Hunderte von LKWs durchfahren im 30-Sekunden-Takt? Also dass jeder normal denkende Mensch merkt, dass das absurd ist. Ob die Pläne im Jahr 2023 wirklich so umgesetzt werden, steht noch nicht fest. Die Bürgerinitiative hofft auf einen weiteren guten Austausch mit der Politik. Inflation und Energiekrise treffen besonders Menschen mit schmalem Geldbeutel hart. Sozialverbände schlagen Alarm und viele sorgen sich, dass sie sich künftig ihre Wocheneinkäufe oder mögliche Stromnachzahlungen einfach nicht mehr leisten können. Ende August haben wir die 81-jährige Therese Nieder aus München getroffen und mit ihr über ihre Situation und den bevorstehenden Winter gesprochen. Therese Nieder ist verzweifelt. Sie blickt auf die Stromrechnungen und ihre Miete. Die Seniorin weiß nicht, wie sie das alles bezahlen soll. 300 Stromnachzahlungen, obwohl ich jeden Monat 140 zahle, jeden Monat, das ganze Jahr über. Und also die Nachzahlung so viel. Wow, da muss ich mal dabei hinsitzen, wenn ich die Stromrechnung kriege, weil man denkt, wie viel wird es diesmal sein? Das macht reißt ein großes Loch rein. Die 81-jährige Münchnerin spart, wo sie nur kann. Laut Therese Nieder geht sie mit 20 Euro einmal in der Woche einkaufen. Früher waren das 2 Taschen voller Lebensmittel, heute sind es nur noch 1,5. Doch die kreative Rentnerin weiß sich zu helfen und hat ihr Hobby zum Beruf gemacht. Ich nähe sehr gerne. Ich nähe für mich Änderungen, ich nähe Puppenkleider und habe Gott sei Dank einen Christkindlmarkt jedes Jahr, außer die 2 Corona-Jahre. Und da kann ich die Sachen verkaufen. Das ist ein Zubrot zu meiner Rente. Und von dem kriegen meine Enkelkinder dann irgendwas. Der Verein Ein Herz für Rentner greift Seniorinnen und Senioren unter die Arme. Der ehrenamtliche Verein bekommt immer mehr Anträge auf Zuschüsse. Die Vorsitzende von Ein Herz für Rentner, Sandra Bisping, sieht das Hauptproblem in der geringen Rente und den immer weiter steigenden Kosten. Die Rente erhöht sich ja nicht, die Einnahmen erhöhen sich nicht. Das heißt, die haben am 20. oft gar nichts mehr zu essen. Ja? Also wir werden auch ganz oft angefragt mit Lebensmittelzuschüssen oder anderen Zuschüssen zu Medikamenten. Oder sie sparen einfach an Medikamente, weil sie einfach sonst ihre Stromkosten nicht stemmen können. Und das ist ganz, ganz traurig und da versuchen wir wirklich eine ganz große Hilfe zu sein. Therese Nieder ist seit Jahren bei dem Verein Ein Herz für Rentner dabei. Sie ist dankbar für die Hilfe, die sie vor allem während der aktuellen Energiekrise dringend benötigt. Wir haben jetzt vom Verein eine Kleiderspende, haben 2 Firmenstift. Ha, war das schön. Ich habe so viele schöne Wintersachen gekriegt, dass ich eigentlich bloß noch heuer Schuhe brauche.
aber die kosten heute wieder. Die Münchnerin ist aber kein Einzelfall. Auf Anfrage von München TV wollte sich das Sozialreferat der Stadt heute nicht äußern. Trotz Sorge über den Winter freut sich Therese Nieder auf den nächsten Christkindlmarkt, wo sie dann wieder ihre selbstgenähten Puppenkleider verkaufen kann. Seit dem 10. Dezember gibt es in öffentlichen Verkehrsmitteln in München keine Maskenpflicht mehr. Die Staatsregierung hatte den Beschluss mit Blick auf die relativ stabile Lage der Corona-Fallzahlenentwicklung getroffen. Jetzt gilt das Tragen einer Maske im ÖPNV nur noch als Empfehlung. Wir haben uns umgehört, was bei den Fahrgästen davon ankommt und was sie davon halten. Die Maskenpflicht im öffentlichen Personennahverkehr, eine Maßnahme aus der Pandemiezeit und ein wiederkehrender Streitpunkt in der Politik und in der Öffentlichkeit. Die Maskenpflicht im ÖPNV gibt es seit April 2020. Nun soll sie in Bayern wegfallen. Ab kommenden Samstag ist es soweit. Dann heißt es lediglich Empfehlung statt Pflicht. Unter den Münchnerinnen und Münchner ist der bayerische Alleingang umstritten. Wenn sich der ein oder andere Politiker in einem Massenzelt ohne Maske bewegen kann, warum sollte das nicht in den öffentlichen Verkehrsmitteln auch möglich sein? Ich selber trage die Maske weiterhin in öffentlichen, weil mir das einfach das Risiko zu groß ist noch. Ich finde es gut, ehrlich gesagt. Also Corona ist ja mittlerweile eigentlich nur noch wie eine Grippe. Ich finde es einfach schlecht, ne? Weil war ja bisher eine Maßnahme, die dann doch ein bisschen geschützt hat, ne? Aber okay, darf ja jeder so machen, wie er will. Die Begründung der bayerischen Staatsregierung. Eine stabile Infektionslage und das Coronavirus macht nicht mehr den Großteil der Erkrankungen aus. Und das bedeutet, die Verhältnismäßigkeit ist nicht mehr gegeben. Eine Maskenpflicht also nicht mehr begründbar. Das Münchner Gesundheitsreferat empfiehlt aber weiterhin das Tragen einer Maske im ÖPNV und sieht die Entscheidung des Freistaats kritisch. Wir stellen fest, dass die respiratorischen Krankheiten, also die Krankheiten, die die Atemwege betreffen, einfach in diesem Jahr sehr stark zugenommen haben. Und damit hätte man sozusagen nicht nur einen Schutz gegen eine Corona-Infektion, sondern auch einen Schutz gegen weitere Infektionen durch die Maske eben gehabt. Im Fernverkehr entscheidet der Bund über die Corona-Schutzmaßnahmen. Dort gilt weiterhin eine gesetzlich festgeschriebene Maskenpflicht bis zum April 2023. Die geplante Nordtangente in Schwabing-Freimann ist in Verzug geraten. Die Streckenführung in einem Abschnitt der Leopoldstraße musste erneut geprüft werden. Ursprünglich war geplant gewesen, dass der Stadtrat die Pläne zur Tram-Nordtangente noch vor der Sommerpause absegnet. Daraus wurde dann nichts und das sorgte für jede Menge Unmut. Bisher endet die Trambahn stadteinwärts auf der Leopoldstraße an der Münchner Freiheit. Und die Debatte um die sogenannte Nordtangente nimmt wieder weiter Fahrt auf. Eigentlich wollte der Stadtrat die Pläne für eine Tramlinie schon längst beschließen, doch es gibt erneut Verzögerungen. Angedacht war, dass die Tram auf der Leopoldstraße gemeinsam mit dem Autoverkehr fahren würde. Doch nun wollen ausgerechnet die Koalitionspartner SPD und Grüne diese Pläne noch einmal überarbeiten. Ja, es war relativ knapp, aber wir haben einfach in den letzten Wochen noch sehr viel auch mit den Fahrgastverbänden gesprochen und alle haben gesagt, mach doch das noch mal besser. Deswegen kann ich mir schon ein eigenes Gleisbett für die Tram vorstellen, aber eins, was zur Not auch befahrbar ist, zum Beispiel für einen Krankenwagen. Für den grünen Politiker Paul Bickelbacher bleiben der Fußverkehr und die Bäume am Straßenrand der Leopoldstraße ein wichtiger Planungspunkt. Er hätte sich aber gewünscht, dass die SPD ihre Änderungswünsche früher in den Beratungsprozess eingebracht hätte. Man hätte früher sagen sollen, wir möchten das anders haben. Es kam relativ spät jetzt und relativ spontan. Aber klar, man muss es der Politik auch zugestehen und am Schluss noch, bevor die letzte Entscheidung fällt, sich es noch mal zu überlegen und zu sagen, wir gehen noch mal eine grundsätzliche Prüfung. Dass alle Parkplätze an der Leopoldstraße im Bereich der geplanten Tramlinie zu einem Radschnellweg umgebaut werden sollen, kritisiert die größte Oppositionspartei im Stadtrat. Das sind insgesamt fast 1000 Parkplätze, die auf der ganzen Strecke links und rechts wegfallen. Wer sich da ein bisschen auskennt, weiß, dass die Nebenstraßen mit den Anwohnern schon vollkommen zu sind. Wo diese Autos hinkommen, ist vollkommen unklar. Gleichzeitig soll dieser Radweg ja beschleunigt werden. Das ist die Voraussetzung, dass wir auch dafür Geld bekommen. Das kollidiert aber vollkommen mit der Beschleunigung des Busses und vor allem mit der Beschleunigung der Trambahn. Durch den neuen Beschluss, die Pläne nochmal umzugestalten, verzögert sich der Bau der Nordtangente.
Die Idee, dass sie 2025 fährt, das muss man jetzt leider begraben. Das wird noch ein bisschen sich 1 bis 2 Jahre hinziehen. Jetzt werden die Änderungen im Stadtrat für den Abschnitt der Nordtangente vom Elisabethplatz bis zur Münchner Freiheit erst nach der Sommerpause vorgestellt und ausdiskutiert. Außerdem soll geprüft werden, ob eine separate Streckenführung gleich 2 Autospuren ausbremst. Wir kommen zur nächsten Dauerbaustelle und das im wahrsten Sinne des Wortes. In der Debatte um die jahrelangen Verzögerungen und massive Kostensteigerungen beim Bau der 2. S-Bahn-Stammstrecke gab es im Herbst endlich neue Fakten. Bahnchef Richard Lutz war am 29. September zum Gespräch in der Staatskanzlei in München. Dass das Mammutprojekt viel später fertig wird als geplant und die Kosten extrem steigen, das war schon seit einiger Zeit bekannt. Bei diesem Treffen ging es dann endlich mal um konkrete Zahlen. Dass die 2. Stammstrecke ein Riesenprojekt ist, war von Anfang an klar. Mittlerweile hat sich schon die Planung und Umsetzung zu einem Sorgenkind entwickelt. Die Kosten laufen aus dem Ruder. Statt 3,8 soll der Bau bis zu 7,8 Milliarden Euro kosten. Auch die Fertigstellung verzögert sich wohl um 9 Jahre bis 2037. Doch selbst das waren alles nur Schätzungen der Deutschen Bahn. Heute kam Bahnchef Richard Lutz in die bayerische Staatskanzlei, um verlässliche Zahlen vorzulegen. Drastisch gestiegene Bau- und Materialkosten, auch die vor gut 3 Jahren vereinbarten Projekterweiterungen sowie ein deutlich erhöhter Risikopuffer, der viele Unwägbarkeiten mit abdeckt, lassen die prognostizierten Gesamtkosten nach aktueller Einschätzung deutlich steigen. Und unterm Strich heißt das, die Gesamtkosten erhöhen sich auf 7 Milliarden Euro. Da die Kosten für die 2. Stammstrecke zu 40% vom Bund und zu 60% vom Freistaat getragen werden, wurden die Ergebnisse der monatelangen Untersuchungen mit Neugier erwartet. Ich verstehe übrigens die Kritik und die Verärgerung und auch die Besorgnis vieler über die Zeitverzögerung und den Kostenfaktor. Ich will aber zunächst mal darauf hinweisen, Bayern plant nicht und Bayern baut nicht. Das ist die Konstruktion deutscher Verkehrsprojekte, dass Bayern viel zahlt, nicht alles, aber viel. Aber wir bauen nicht, wir planen nicht. Darum sind übrigens entsprechende Vergleiche mit anderen Projekten wie Flughäfen nicht korrekt, sondern Bau- und Planungsträger ist in dem Fall die Bahn. Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter hat das erneute Treffen mit Landesregierung und Bahnführung bereits im Vorfeld abgesagt. Nachdem uns als Stadt nach wie vor die aktuellen Unterlagen der Deutschen Bahn nicht zur Verfügung gestellt werden, macht es aus meiner Sicht keinen Sinn, ohne fachliche Grundlagen an der Besprechung am Donnerstag teilzunehmen. Das Mammutprojekt Stammstrecke ist das Kernstück zur Modernisierung des Münchner Verkehrs. Auf der bisherigen S-Bahn-Röhre herrscht ständige Überlastung, die Folge Verspätungen, Chaos und Ärger bei den Pendlern. Zum neuen Terminplan auf Basis der aktuellen Planung und Erkenntnisse gehen wir von einer Inbetriebnahme der 2. Stammstrecke im Jahr 2035 aus. Wie belastbar die vorgelegten Zahlen sind, ist in Anbetracht der steigenden Baustoff- und Energiepreise fraglich. Günstiger wird die 2. S-Bahn-Stammstrecke aber ganz sicher nicht mehr. Das Chaos um die Stammstrecke hat auch Auswirkungen auf die geplante neue U-Bahn-Linie 9 in München. Denn mit dem Bau kann erst begonnen werden, wenn die 2. S-Bahn-Stammstrecke am Hauptbahnhof fertig ist. Doch um dann auch wirklich loslegen zu können, muss im Zuge der Bauarbeiten ein sogenannter Vorhaltebau entstehen. Obwohl die Kosten steigen und die Linie viel später fertig wird als ursprünglich geplant, hat sich der Stadtrat Ende November für die Option auf die neue U-Bahn-Linie entschieden. München hat eine neue U-Bahn. Der Stadtrat hat heute in der Vollversammlung beschlossen, dass die Linie U9 definitiv gebaut werden soll. Es handelt sich aber erst einmal um eine geplante Haltestelle am Hauptbahnhof. Diese muss schon im Zuge der Bauarbeiten für die 2. Stammstrecke mitgebaut werden. Wenn wir es heute jedenfalls nicht beschlossen hätten, wüssten wir, dass wir den nachfolgenden Generationen im Münchner Stadtrat und vor allem den Münchnern und Münchnern einen Weg verbaut hätten, das Thema Verkehrswende wirklich zu realisieren. Und das wird nicht funktionieren ohne funktionierendes S-Bahn- und U-Bahn-System. Und deswegen habe ich heute auch mit mittelmäßiger Begeisterung zugestimmt. Die U-Bahn-Linie U9 soll von der Implerstraße über den Hauptbahnhof zur Münchner Freiheit führen und so für Entlastung sorgen. Die Baukosten der U9 könnten sich bis zur Fertigstellung auf 10 Milliarden Euro belaufen. Doch die Finanzierung ist noch nicht gesichert.
Der Freistaat Bayern hat ja Zuschüsse zugesagt. Vom Bund fehlt das leider noch. Wir erwarten vom Bund hier eine deutliche Finanzierung. Es wird trotzdem für die Stadt teuer sein. Aber wer die Verkehrswende will, muss in die U-Bahn investieren, sonst wird die Verkehrswende niemals gelingen. Die Stadtkämmerei hatte im Vorfeld von der neuen U-Bahn-Linie abgeraten. Denn München muss sich mit mindestens 6,2 Milliarden Euro an den Kosten beteiligen. Die ÖDP, die Linken und die AfD haben heute gegen die U9 abgestimmt. Wir gehen davon aus, dass die Kosten der U9 auch so eine reiche Stadt wie München massiv überfordern wird. Es ist die Finanzierung nicht gesichert. Wir haben heute über 600 Millionen abgestimmt, die wir in den nächsten Jahren ausgeben müssen, ohne dass es irgendeinen Nutzen einen konkreten Nutzen für die Verkehrswende haben wird. Es ist komplizierter, solche Mammutinfrastrukturbauwerke umzusetzen, aber wir bauen ja für Jahrzehnte in die Zukunft. Und wenn wir jetzt nicht hier die notwendigen Maßnahmen einleiten, dann haben die Menschen in Zukunft keine U-Bahn. Auch wenn heute eine Haltestelle der U9 beschlossen wurde, der eigentliche Bau der U-Bahn-Linie beginnt voraussichtlich erst in 8 Jahren. Wir machen uns Sorgen über Energiekrise, Krieg, Inflation und immer weiter steigende Lebenshaltungskosten. Da erscheint diese Meldung bestenfalls kurios. 3,9 Millionen Euro nimmt die Stadt München in die Hand, damit ihre gesamte IT gendergerecht wird. Die Gelder waren von der neuen IT-Referentin Laura Dornheim beantragt worden und sind auch bereits bewilligt. Doch wie passt so eine Millionenausgabe in diese Zeit? Markus Stampfel hat nachgefragt. Eine gendergerechte Anrede gerade in Verwaltungsschreiben ist eine Sache des Anstands. So sieht das Münchens neue IT-Referentin Laura Dornheim. Im Sommer, noch vor dem Amtsantritt Dornheims, habe der Stadtrat die gendergerechte Umgestaltung der städtischen IT beschlossen. Jetzt wird das Projekt umgesetzt. Hintergrund des Projektes ist, dass das Bundesverfassungsgericht ein Urteil gesprochen hat, in dem es alle öffentlichen Stellen und damit eben auch uns in der Stadtverwaltung München dazu verpflichtet hat, Menschen korrekt anzusprechen. Es bezieht sich konkret auf das dritte Geschlecht. Und das ist natürlich ein Urteil, dem wir Folge leisten. Denn als Stadtverwaltung halten wir uns an Recht und Gesetz. Das ist unser Job. Also müssen wir eben auch in München die vielen schon digitalisierten Verfahren anpassen und da Formulare überprüfen, Programme überprüfen, Software nachbearbeiten. Angesichts der Kosten von fast 4 Millionen Euro findet man bei der Opposition die Prioritätensetzung grotesk. Auf der anderen Seite spart man ein beim Münchenportal der Zukunft, was ungefähr 1 Million im nächsten Jahr gewesen wäre. Da geht es um Anbindungen, die jeder Bürger und jede Bürgerin gut gebrauchen kann. Gerade in der Kommunikation mit der Verwaltung oder aber auch das digitale Geschäftsprozessmanagement, was Voraussetzung für die Digitalisierung ist. Bei vielen, vielen Referaten, das ordentlich installiert werden müsste, mit Pi mal Daumen 400.000 Euro. Fest steht, eine schrittweise Anpassung der IT nach einer maximalen Lebensdauer der Software von 10 Jahren wäre viel günstiger gewesen. Das nicht alles von heute auf morgen alles neu machen, das halte ich für nicht so ganz sinnvoll. Wir haben es doch, 26 Milliarden umeinander schicken. Irgendwo müssen sie es ja her haben, anscheinend doch genug nur da. Das ist es dann leider. Und wenn die Gesellschaft das braucht und möchte, dann finde ich schon, dass die Stadt München da dahinter sein sollte. Übrigens, das Urteil des Bundesverfassungsgerichts von 2017 ist nicht zeitgebunden. Das bedeutet, der Stadtrat hätte die knapp 4 Millionen Euro für die Bewältigung der zahlreichen Krisen benutzen können. In Deutschland gibt es ungefähr 70.000 Frauen, die von weiblicher Genitalverstümmelung betroffen sind. Nur wenige Ärzte kennen sich in dem Bereich aus und können den Betroffenen helfen. Die Münchner Frauenärztin Dr. Ayman Tahir unterstützt und behandelt regelmäßig Frauen, die verstümmelt wurden. Anfang des Monats stand sie dann plötzlich vor der Schließung der Praxis, weil die Krankenkasse die Behandlungen nicht bezahlt. Sonst hilft sie den Menschen, doch jetzt ist sie selbst auf Hilfe angewiesen. Der Münchner Frauenärztin Ayman Tahir droht die Schließung ihrer Praxis und sogar eine Gefängnisstrafe. Der Grund? Sie hat über 5000 genitalverstümmelte Frauen behandelt und das, obwohl die Krankenkasse nicht zahlt. Ich muss die Frauen ganz normal behandeln und betreuen, dass ich mehr Zeit in Anspruch nehme, dass ich in 3 Sprachen quasi mit den Patienten arbeite, dass die, bis die sich ausgezogen haben, so viel und so viel Zeit vergeht, weil die werden getriggert durch die Untersuchung, dass die wieder auf dem Untersuchungsstuhl liegen. Das sind alles Faktoren, die wurden gar nicht berücksichtigt. Doch nicht nur die Ärztin hat Angst vor der Schließung, sondern auch ihre Patientinnen.
Die Frau Dr. Dahl ist alles für mich, also wirklich, ich muss zu ihr kommen, sonst hätte ich überhaupt keine andere Ärztin oder keinen anderen Arzt mehr. Auch Fadou Moukhan begleitet genital verstümmelte Frauen und arbeitet seit vielen Jahren mit Dr. Ayman Tahir zusammen. Was bedeutet eigentlich die Beschneidung? Dass eine Frau, ein Mädchen zwischen 5 und 8 Jahren, teilweise ohne Narkose, die äußere weibliche Genitalien entfernt werden. Wir sprechen hier von einem Riesentrauma. Das ist keine leichte Sache. Diese Frauen bringen viele, viele, viele Probleme mit, viele Krankheiten, die erst verstanden werden müssen. Dr. Tahir versteht das, ohne dass man es erklären muss, weil sie eben aus dem Kulturkreis kommt. Der Kassenärztlichen Vereinigung KVB ist der Fall bekannt. Jedoch möchte sie sich nicht zur aktuellen Situation der Gynäkologin Ayman Tahir äußern. Dennoch lässt sich das Abrechnungssystem in der gesetzlichen Krankenversicherung, das im einheitlichen Bewertungsmaßstab abgebildet ist, auch bei dieser sehr verantwortungsvollen Tätigkeit nicht außer Kraft setzen. Ich verstehe schon, dass denen die Hände gebunden sind. Das sind Gesetze, die von den Krankenkassen sind. Für Menschen, das ist alles für Mitteleuropäer gemacht. Das ist nicht für Betroffene, die aus anderen Ländern kommen. Um die Praxis zu retten, hat Fadou Moukhan eine Petition gestartet. Bis jetzt wurden außerdem schon rund 130.000 Euro gesammelt, um ihre Geldstrafe und die Behandlungen zu zahlen. Einfach ein Hoch und Tief der Gefühle, weil mich das so berührt, dass so viele Menschen, hinter mir stehen. Vor was machen die das? Was bedeute ich für die? Und dann habe ich heute Morgen wirklich verstanden, die Liebe, die ich in meine Arbeit gesteckt habe, die kommt wieder zurück. Die Petition läuft noch bis kommenden Montag. Weitere Informationen zu Ayman Tahir finden Sie auf www.münchen.tv. Immer wieder Klimakleber. Ein Thema, das die Stadt, die Polizei und viele Autofahrer in den vergangenen Wochen und Monaten beschäftigt hat. Um ihren Forderungen Nachdruck zu verleihen, klebten sich Klimaaktivisten an Verkehrsknotenpunkten auf die Straße und sorgten damit für Chaos im Berufsverkehr. So auch am 5. Dezember am Stachus und auf der Autobahn. Gähnende Leere, wo sonst halb München im Stau steht. Der Stachus heute Morgen. 10 Klimaaktivisten der letzten Generation blockieren den Altstadtring. Ein Teil hat sich festgeklebt. Unterstützung gibt es von Parents for Future. Sie applaudieren. Die letzte Generation hat es geschafft, dass in diesem Jahr wirklich die gesamte Klimathematik, dieser Wandel, der auf uns zukommt, wirklich hier bundesweit diskutiert wird. Leider von den Medien immer wieder auch sehr verschärft oder verfälscht dargestellt. Deswegen unterstütze ich diese Aktion, weil alles andere bis jetzt nichts gebracht hat. Die Polizei sperrt das Gebiet rund um die Aktivisten ab. Die Demonstration war angemeldet, das Festkleben nicht. Lange warten die Einsatzkräfte ab, ob die Demonstranten selbst das Feld räumen. Nach aktuellem Zeitpunkt gehen wir hier lediglich von Verstößen gegen diesen Auflagenbescheid aus. Das sind Verstöße nach dem Versammlungsgesetz, die jetzt im Nachgang dann bearbeitet werden. Inwiefern jetzt hier weiter mit den Personen dann verfahren wird, nach der kriminalpolizeilichen Sachbearbeitung, kann ich zum aktuellen Zeitpunkt jetzt noch nicht sagen. Zur selben Zeit auf der A9. Aktivisten klettern auf Schilderbrücken in der Nähe der Allianz Arena. Auch hier muss alles abgesperrt werden. Schließlich wird die Stange abgeflext, an der sich die Aktivisten mit einem Metallrohr festgeklebt hatten. Zurück am Stachus. Je länger die Sperrung dauert, desto gereizter die Passanten. Ich halte da nicht viel davon. Ich denke, es ist der falsche Platz. Wenn sie wirklich konsequent werden, würden sie nach Indien oder nach China fliegen. Weil da sitzen die Hauptverursacher. Ich weiß nicht, ob es die richtige Methode ist, aber ich finde es bewundernswert und ich bewundere den Mut von den Leuten. Also ich bin auch für Klimaschutz, aber was die Damen und Herren hier machen, ist Nötigung und gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr. Schließlich rücken die Spezialisten an und beginnen damit, die Aktivisten von der Straße abzulösen. Gegen 11.30 Uhr ist der Spuk vorbei und der Verkehr kann wieder rollen. Die letzte Generation will weitermachen. Es wird also weiter mit Staus mitten in München zu rechnen sein. Soweit unsere Themen im Jahresrückblick für heute. Wir machen eine ganz kurze Pause, sind dann aber gleich wieder da mit den aktuellen Wetteraussichten. Bis gleich. Wer kennt es nicht? Eine E-Mail zu versenden dauert ewig oder der gestreamte Film hängt sich an der spannendsten Stelle auf.
Kein Ruckeln, kein gefrorenes Bild mehr. Denn dank schnellem Internet mit einem Glasfaseranschluss der Telekom gehört dieses Problem der Vergangenheit an. Sichern Sie sich jetzt Ihren kostenlosen Glasfaseranschluss und surfen wird zum Kinderspiel. Gehen Sie einfach online auf telekom.de/glasfaser-münchen. Liebe Mitbürgerinnen und liebe Mitbürger. Liebe Kolleginnen und Kollegen. Der Winter ist da. Es hilft zu sparen, wo es geht. Wir können alle unseren Beitrag leisten. Und erneuerbare Energien im eigenen Land ausbauen. Damit wir Freiheit bewahren und unser Klima schützen. Lasst uns alle zusammenhalten. Damit wir gut durch den Winter kommen. Jeder Beitrag zählt. Servus, wir sind die Burgis. Die Knödelspezialisten. Aus dem Kühlregal. Aus frischen Kartoffeln, perfekt gerollt. Burgis, weil's gut ist. Leute, ich habe jetzt den 4K Waipu TV-Stick. Das ist echt mega Fernsehen. Da brauche ich keinen Kabelanschluss und keine Satellitenschüssel mehr. Waipu TV, so muss Fernsehen. Mega. Jetzt einen Monat kostenlos testen. Im App Store oder auf waipu.tv. Waipu TV, Fernsehen wie noch nie. Schau mal, da sitzen sie drin, in einer Stuben. Dabei ist so schön auf unsere Ball. Glaubst, wissen die, dass Tirol so nah sein kann? Bum, zack, auf die Pisten! Skijuwel Alpbachtal Wildschönau. Tirol ganz nah. Glück ist, die Sterne wieder zum Leuchten bringen. Glück ist der Moment, wenn ich ins Becken tauche. Glück ist, wenn Weihnachten für alle schön wird. Mit einem Los der Glücksspirale haben Sie die Chance auf 10.000 Euro monatlich, 20 Jahre lang. Mama, wo ist eigentlich die Oma? Oma ist in Bad Füssing und spürt die Kräfte der Natur. Bad Füssing. Einfach runterkommen. Willkommen zurück bei unserem Jahresrückblick und jetzt schauen wir aufs Wetter. Wenn wir zurückblicken in dieses Jahr, es war ja wirklich alles dabei, bunt gemischt von minus 11 Grad bis hin zu wirklich heißen Sommermonaten. Wie es wird in den kommenden Tagen, das sehen Sie jetzt. Hier sind unsere aktuellen Aussichten. Das heutige Wetter wird Ihnen präsentiert von der Hasroli Unternehmensgruppe, Ihren Bauspezialisten, bekannt für herausragenden Service rund um Ihr Bauprojekt. Hallo und ganz herzlich willkommen zu frühlingshaften Wetteraussichten. Nur einen Tag nach Weihnachten. Die Wettermodelle, die zeigen unglaublich hohe Temperaturen. Jetzt zum Jahreswechsel. Möglicherweise erleben wir jetzt in den nächsten Tagen den wärmsten Jahreswechsel seit Beginn der Wetteraufzeichnung mit Temperaturen von deutlich über 15 Grad. Ja, die Schneeglöckchen, die werden wahrscheinlich erwachen und irgendwie auch dann die Frühlingsgefühle im Sonnenschein, den es dann auch geben wird, zumindest zeitweise. Frühlingshaft war es jetzt am Dienstag noch nicht. An den Alpen hingen Restwolken einer Kaltfront. Oben brachten diese ein wenig Schnee, unten eher Regentropfen. Ganz andere Wetterwelt im Alpenvorland. Hinter der Front das sogenannte postfrontale Subsidenzgebiet, zu Deutsch einfach trockene Luft, dementsprechend blauer Himmel, Sonnenschein. Wunderbares Wetter. Die nächsten Tage kommt subtropische Warmluft auf uns zu aus Südwesten und dementsprechend wird die Temperatur steigen und steigen und eben ungewöhnlich hohes Niveau erreichen, rekordverdächtig für die Jahreszeit, für den Jahreswechsel. Unter Hochdruckeinfluss wird es auch den ganzen nächsten Tage im Wesentlichen trocken sein. Die Tiefdrucksysteme bzw. deren Regengebiete, die werden uns nicht tangieren. Gerade im Westen und im Norden Deutschlands wird es immer mal wieder nass sein, aber in Bayern kommt davon erstmal nichts an, vor allem in Oberbayern. Bayern im Wesentlichen trockenes Wetter. Aber das Wetter ist so ein bisschen zweigeteilt, was die Wolkenaufteilung betrifft. Nördlich der Donau ist es oft grau.
grau am Mittwoch. Weiter südlich scheint die Sonne zeitweise, besonders in den Alpen, an der Donau, in Niederbayern bzw. im Bayerischen Wald kann sich örtlich auch ein bisschen Nebel halten, sollte sich im Laufe des Tages allerdings größtenteils lichten. Höchsttemperatur im Sonnenschein nachmittags bei 6 bis 11 Grad, aber zwischendurch ziehen auch immer mal wieder